Servus Leute, hier ist Philipp von den Fahrschulhelden und ich berichte über Corona. Ja, das ist mal ein ganz interessantes Thema. Nein, aber alles, was Fahrschule betrifft. Ich werde heute nicht über das Virus reden, sondern darum, was gerade in Deutschland so gelaufen ist, warum das so gelaufen ist und warum deine Fahrschule vielleicht ganz andere Probleme hat als meine Fahrschule und warum das so ist. Ja, da reden wir drüber. Und ich mache noch einen zweiten Teil, wie du diese Corona-Abschottung, nenne ich sie mal, oder Quarantäne am besten nutzen kannst, um am Führerschein weiterzumachen und auch deiner Fahrschule zu helfen. Alles direkt nach dem Intro. Ja, da sind wir. Und zwar gibt es eine Sache, die ich von Anfang an sagen muss. Wenn ich jetzt gleich von mir erzähle, mir und meiner Fahrschule, kann das durchaus sein, dass es bei dir und deiner Fahrschule komplett anders ist oder bei dir, bei der Fahrschule um die Ecke komplett anders ist. Und zwar liegt das am Föderalismus. Wir haben ein System, ich habe hier, da müsst ihr mal bei Google Föderalismus eingeben in Deutschland. Dann seht ihr rechts so eine wunderschöne, so ein Dreieck, das zeigt euch, ich blende es mal ein, genau hier. Hier, jetzt. Ich blende es mal ein. Das zeigt, wie das so in Deutschland läuft. Ja, wir haben Gemeinden, Gemeindeverbände, Landkreise, kreisfreie Städte, Regierungsbezirke, Stadtstaaten, Flächenländer und dann haben wir ganz oben den Bund. Ja? Und wenn jetzt Angela Merkel, die gehört außerdem zur Bundesregierung, ist unsere Bundeskanzlerin, ja, wenn die jetzt was sagt, dann gilt das grundsätzlich umzusetzen. Aber die Länder dürfen auch bestimmte Sachen selber entscheiden. Und wir merken das jetzt gerade ganz extrem. Jedes Land in Deutschland, ja, das ist verrückt, wir haben Bundesländer nochmal und Stadtstaaten. Stadtstaaten ist zum Beispiel Hamburg und Berlin. Ja, das ist ganz wichtig zu wissen und da könnt ihr euch auch mal hier, wie gesagt, bei Wikipedia könnt ihr euch das alle mal reinziehen, was alles dazugehört. Das ist eigentlich relativ easy. Und die dürfen das alle selber entscheiden. Und dann haben wir teilweise noch Straßenverkehrsämter, Kreisbehörden und Sachbearbeiter, die für die Fahrschule zuständig sind. Die dürfen alle mitkamellen. Ja? Und jetzt fing das schon von ganz oben an. Die Bundesrepublik hat gesagt, die und die Sachen müssen geschlossen werden. Und da ging es auch in einem Punkt um Bildungseinrichtungen. Ja, jetzt haben wir vor ein paar Monaten, haben die Fahrschulen darum gekämpft, als Bildungseinrichtung anerkannt zu werden und haben eine Klatsche bekommen. Klatsch, du bist keine Bildungseinrichtung, damit hast du auch keine Steuervorteile, nichts, weil du bist keine Bildungseinrichtung. Ja? Und jetzt steht da drin, alle Bildungseinrichtungen sind zu schließen. Da sagen natürlich die Fahrschulen, ja gut, ihr habt uns letztens gesagt, wir sind keine Bildungseinrichtung, dann High Five für Schulen weiter. Haben wir auch gemacht. Und auf einmal fingen manche Bundesländer an und Stadtstaaten fingen dann an, eigene Bestimmung zu machen. Ich glaube, und das ist jetzt nur Glauben, ich weiß es nicht, Bayern war ganz vorne weg und hat direkt alle nach Hause geschickt. Ja? Sogar mit einem festen Datum. Ja, haben gesagt, bis dann, ich glaube, 17.04. habe ich jetzt so irgendwie im Kopf, kann gelogen sein, weiß ich nicht, bis irgendwann im April, nach den Osterferien, ist nicht mehr. Keine Arbeit mehr für Fahrschulen. Ja, dann gab es manche Länder, die haben gesagt, Theorie ist nicht mehr, Fahren ist auf jeden Fall noch. Da gehört auch NRW dazu. Ja, die haben jetzt auch bis gestern gesagt, bis zum 17. März, ja, das war gestern, dürft ihr fahren, Theorieunterricht nicht mehr. Haben wir dann auch gemacht. Und dann kam jetzt, stand gestern, war dann auch, dann habe ich nachgefragt und das muss man dazu sagen, ich habe bei meinem zuständigen Straßenverkehrsamt nachgefragt und dann, damit ihr das versteht, ob ich Online-Theorieunterricht machen darf. Und mein Straßenverkehrsamt, ich bin fast vom Hocker gefallen, hat gesagt, ja, Philipp, sehr gerne, wir dulden das, das kannst du machen, kein Ding. Habe ich also gemacht, genau einmal und dann hat das Land NRW es verboten. Ja, weil das Land NRW, wenn ihr nachher nochmal in dieses Dreieck guckt, ist weiter oben. Ja, und dann hat das Land halt eben mein Straßenverkehrsamt übertrumpft und gesagt, nee, ihr dürft das nicht. Ergibt gar keinen Sinn, geprüft werden darf nämlich noch, Fahrstunden dürfen nicht gegeben werden, was gar keinen Sinn ergibt, weil dann sitzen drei im Auto, zwei im Auto gehen nicht, drei im Auto gehen, das ergibt keinen Sinn. Und ja, und jetzt könnte man natürlich rumheulen und sagen, hey, das Leben ist hart, die machen so viel Scheiße, unser Staat ist scheiße.
Nee, also ich verstehe, was da gerade gelaufen ist. Es ist natürlich, alles musste von jetzt auf gleich entschieden werden. Und die einfachste Entscheidung vom Land NRW, was ich genauso gemacht hätte, ist jetzt erstmal Stopp. Alle hören auf. Jetzt hat der TÜV auch eingestellt, heute Mittag. Wir haben heute Morgen noch Prüfungen vorgestellt, fahren durften wir nicht, Prüfung schon. Hat der TÜV auch gesagt, wir fahren keine Prüfung mehr, wir machen keine Theorieprüfung mehr, wir machen gar nichts mehr. Alles klar, jetzt ist die Handbremse gezogen worden und jetzt nimmt man sich Zeit. Ja, diese Zeit kostet natürlich Geld und diese, ich muss auch sagen, wir haben glaube ich 30 Prüfungen, die uns jetzt entgehen. Das ist auch ein Haufen Holz einfach. Ja, und deshalb kann das durchaus sein, nachdem ich das, was ich dir jetzt erzählt habe, dass es überall anders ist. Ich glaube sogar, dass es jetzt noch in Berlin erlaubt ist, Fahrstunden zu geben. Das kann sogar sein. Die haben also im Moment einen wirtschaftlichen Vorteil uns gegenüber, was aber auch kein Problem ist. Ganz oft wird auch das Recht in Deutschland anders umgesetzt, je nachdem, wo du wohnst. Das habt ihr vielleicht mal mitgekriegt bei Knossi und Montana Black. Da ist das ja auch so. Der eine braucht eine Rundfunklizenz und da geht es um diese Slots, dieses Glücksspiel. Ne? Der eine darf es, der andere nicht. Liegt da dran, wo man wohnt. Das wird nämlich in Deutschland komplett anders entschieden, je nachdem, wer dafür verantwortlich ist. Und das ist ein bisschen unfair und auch teilweise nicht nachzuvollziehen. Ja. Und jetzt zu dem, was bei uns passiert ist. Bei uns liegt jetzt alles auf Eis. Wir haben kurz Online-Theorieunterricht gemacht und auf dieses Thema möchte ich jetzt auch hinaus. Für alle, die es nämlich nicht wissen, wenn du auf www.fahrschulhelden.de gehst, gibt es Online-Kurse von mir und ich bin also ein starker Verfechter von Online-Kursen, werde aber ganz oft einfach falsch verstanden. Viele Leute denken, dass ich glaube, dass mit meinen Online-Kursen ein Fahrlehrer ersetzt wird. Das ist aber nicht so. Ich glaube, ein Online-Kurs ist ein Medium. Und jetzt alle, was meint er mit Medium? Ein Medium ist zum Beispiel auch ein Fernseher oder ein Flipchart, eine Unterstützung von einem Ausbilder. Wie eine Krücke, ja, hilft dir beim Gehen. Ja, nichts anderes. Ja, das soll keinen Fahrlehrer ersetzen. Weil ich hatte das in ein Fahrschulforum geschrieben und sofort wurde ich zerrissen, dass ich das gemacht habe, wie man das machen könnte und so. Ja. Also, mein liebstes Beispiel daran ist, als die Glühbirne erfunden wurde, ne, war das für alle, die echt an dieser Kerze hängen, war das wirklich hart. Aber ich will euch jetzt mal Tacheles sagen, was in den nächsten Jahren passieren wird. Und das werden mir einige übel nehmen. Dieses Online-Ding, dieses Internet und so, und dieses YouTube und alles, dieses Streamen, dieses Twitch und alles, das wird sich durchsetzen. Auch gegenüber den normalen Medien. Wie Fernsehen und sowas. Ja, sagt es nicht weiter, aber es wird sich durchsetzen. Ja, zwar vielleicht nicht in dem Maß, was wir alle befürchten und ich hoffe auch nicht, dass die Fahrlehrer da komplett ersetzt werden. Da glaube ich zum Beispiel in den nächsten Jahren nicht dran. Aber es hat das Potenzial dazu. Und wenn du Fahrlehrer bist, ja, und wenn du Fahrschulleiter bist, dann ist es schlau, wenigstens ein bisschen mitzugehen und es zu verstehen und sich damit auseinanderzusetzen. Und jetzt mache ich mal unbezahlte Werbung für jemanden, der das auch ganz neutral sieht. Ja, und zwar gibt es einen anderen YouTube-Kanal, ich verlinke den mal unten drunter, der heißt Fortbildung 33. Die reden jetzt gerade auch über YouTube und sowas. Ist ein bekannter Unternehmer von mir, geht da mal drauf, schaut euch das, wenn ihr Fahrlehrer seid, mal an. Die reden nämlich auch darüber. Leute, es ist die Zukunft. Warum geht ein Fernstudium online, per reiner Online-Anwesenheit und warum geht der Führerschein nicht zu einem bestimmten Prozentteil auch wie ein Fernstudium? Ja, das macht Leute nicht dümmer. Das kann mir keiner erzählen. Aber gleichzeitig hängen an dieser Lösung, an diesem neuen Medium, hängen keine Jobs dran. Ja, natürlich haben auch viele, natürlich bleiben bei jeder Veränderung Leute auf der Strecke. Das ist einfach so. Die besten Schauspieler aus der Stummfilmzeit hatten, als dann der Ton dazu kam, halt auch keine Chance mehr. Weil man gemerkt hat, oh, der hat eine scheiß Stimme. Ja, boah, der konnte das super spielen, aber die Stimme ist halt einfach nicht anzuhören. Ne? Da sind die auf der Strecke geblieben. Und das nennt man Evolution, ja, und das ist auch okay so. Und deshalb, wenn du jetzt Fahrlehrer bist und du dich jetzt gerade darüber ärgerst, was ich sage, dann hör jetzt auf, dich zu ärgern. Nimm diese Energie, ja, so, ne? Nimm diese Energie und steck sie da rein,
dich weiterzubilden. Und da gibt es ein ganz tolles Portal. Und jetzt mache ich nochmal unbezahlte Werbung. Udemy. Und dafür muss man nicht meine Kurse nehmen. Geh mal auf Udemy. Da gibt es YouTube-Kurse, da gibt es Facebook-Kurse, da gibt es Instagram-Kurse, da gibt es alles. Leute, zieht euch das rein. Und für alle Fahrschüler, die das bis jetzt durchgehalten haben, diesen Fahrlehrer-Talk zu hören, Leute, ihr müsst das auch verlangen. Ja, die Lern-App hat sich doch auch durchgesetzt und das ist eine Kundensache. Die sind von Kunden verlangt worden, ja, dass das kommen muss. Ja, und es gibt so viele geile Lern-Apps und alles und das muss in den nächsten Jahren einfach umgesetzt werden. Und wenn du Fahrschüler bist und jetzt gerade den Führerschein machst, dann wirst du in 5 Jahren das genauso haben wie deine Eltern. Wir haben früher noch auf so ausgedruckten Bögen, die einlaminiert waren, haben wir das noch gekreuzt und immer abgewischt. Ja, genauso wird das sein, so dinosauriermäßig. Schon längst ausgestorben. Und das hoffe ich auch, dass es so ist. So viel zu meiner Meinung, so viel zu Corona. Schreib mal deine Meinung hier unten drunter, was du von Online-Theorie hältst, was du vom Fortschritt hältst und was du von Corona hältst. Ich will deine Meinung mal hören. Schreib es unten drunter. Wir haben ja jetzt alle sehr viel Zeit und das freut mich auch. Ja, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich drehe jetzt hiernach direkt den zweiten Teil, wie du Corona am besten nutzen kannst für deinen Führerschein. Mache ich jetzt direkt hier nach und das wird dann wahrscheinlich auch 1 Stunde nach dem Video hier gepostet. Ne? Für alle, die es bis jetzt durchgehalten haben, vielen Dank. Bis dann.